So, das Secret Exit ist diesmal dran. Und ist nicht schwer. Wir wissen genau, wo es sich befindet. Müssen nur irgendwie schaffen, das zu erreichen. Also, ich glaube, wir sind ja bald wieder durch. Leider dasselbe Level, was ich wirklich nicht mag. Ein zweites Mal zu sehen, ist jetzt nicht so schön. Aber wir können vorzeitig eigentlich schon da raus. Jetzt muss ich nur noch ein paar Kriterien erfüllen. Zum Beispiel das Ding hier mitnehmen. Das habe ich. Boah, scheiße. Ah, nein. Das war ein schlechter Safe-Set, wobei ich das überleben kann. Und es einfacher eigentlich durchzukommen ist, wenn man klein ist, um ehrlich zu sein. Ne, warte, andersrum. Nochmal hier. Ich muss erst den oberen, dann den unteren nehmen. So, genau. Fuck, jetzt hab ich die Scheiße gemacht. Okay, nochmal. So, oh, ich habe mich da durchgemogelt, haha. Okay, und jetzt muss ich mir das einfach mal holen gehen, schnell. Das war's auch schon. So, der Zweck des Peace Witches ist damit erfüllt. So, und das Schlüsselloch war ja eigentlich jetzt nicht mehr so weit. Wir müssen jetzt ein bisschen hier lang. Okay, ich muss ja eigentlich... Boah, okay, jetzt habe ich das... anders gemacht, als der Hackerstelle das eigentlich wollte. Warte mal. Wo ist das? Ach, hier ist das. Gut. Ich habe schon voll... Ich dachte schon, das Schlüssel auch würde nicht spawnen, weil es hier so ein Fehler hat im Level. So wie beim letzten Mal. Blue Yoshi Corner. Okay, hier kriegen wir ein... Okay, wir kriegen gar nichts. Dann gehen wir in die Bowser-Welt. Block Bridge. Oh, scheiße. You never cross the Block Bridge without... hitting all the four color switches, huh? Yep. Really, I mean it. Get out of here. Oh, man. Scheiße. Okay, ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich die finde, ne? Ich habe mal einen anderen Vorschlag. Es gab hier noch andere Welten, die ich noch nicht durch habe, so wirklich. Könnt ihr mal uns da umschauen. Vielleicht finden wir ja da grün. Zum Beispiel hier oben, Coffee Hills. Machen wir mal hier weiter. Und wenn es hier nicht ist oder in dieser anderen Welt, die ich noch nicht habe, dann habe ich wirklich keine Ahnung, weil ich glaube, die einzigen Secret Exits, die ich nicht habe bis jetzt, sind halt die, die genau halt diese Dinger erfordern, die Blöcke, um da auch durchzukommen. Und das ist ja irgendwie blöd. Ich brauche die Blöcke, um das zu schaffen, aber ich muss das schaffen, um an die Blöcke zu kommen. Das ist irgendwie ein Dilemma und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so sein kann. Wobei, vorstellen kann ich es mir mittlerweile schon. Ich traue dem Hack schon einiges zu. Okay. Zum Beispiel hier bräuchte ich auch grün, damit ich da irgendwie... Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal wozu. Ich bräuchte das einfach. Um hier diese Kaffee-Insel oder Hügel zu überstehen. Oh. Okay, das ist natürlich unglücklich gelaufen. Hier fehlt mir auch wieder grün. Ah, shit. Was? Wie bin ich überhaupt da runtergefallen? Ich meine, ich bleib auf der Stelle stehen. Da bin ich einmal runtergesaugt. Warte, ich brauche einen zweiten Pilz, danke. Ah, wie fies. Habt ihr gesehen, aber ich dachte, ich komme trotzdem durch. Ja, okay, das Level betont wirklich. Ich meine, in letzter Zeit haben wir kaum Levels gesehen, wo diese Blöcke sind oder diese Blöcke, die wir nicht haben. Aber jetzt hier wird das wieder sehr betont. Gut, das führt uns da hoch. Coffee Hills 2. Also mehr Coffee Hills Spaß. Oh, hey, Kumpel. Boom. Ups, okay, das war scheiße. Das war auch scheiße. Moment, wieso? Das ist ja echt fies. Du springst da runter und du weißt gar nicht, dass du da stirbst. Okay, nochmal. Einmal richtig jetzt. Okay, genau wie eben. Okay, mal sehen, wo ich lande. Hoffentlich auf Boden. Das hier sieht mir... Ah, das ist Boden. Das ist gut. Chucks. Eigentlich voll die coolen Gegner. Und ich bin sehr froh, dass sie... nicht vergessen wurden von Nintendo. Sie wurden wieder eingebaut in
New Super, nee, nicht New Super Mario, Super Mario 3D World gibt's die wieder. Und das finde ich voll gut. Okay, was ist das? Okay, solche Dinge also. Die zerstören hier alles. Oh, okay. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich will jetzt, glaube ich, auch rein in diese Röhre da. Ja, das ist gut. Ich glaube, das Cape soll meins sein. Dankeschön. Cape ist das beste Item. Wow, und da ist es auch schon wieder weg. So schnell geht das. Ganz genau. So. Hells 3. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Bonuswelt darstellen soll oder sowas. Ah, schade. Warte mal, ich überlebe. Ich lebe in dieser Lava weiter. Das ist sehr krass. Das hätte ich jetzt wirklich nicht kommen sehen. Kriege ich diese Blöcke da wohl? Die kriegt man ja kaum gedrückt. Den linken vielleicht, aber... Naja. Dann komme ich halt hier raus. Wow. Also kann ich jetzt echt hier drin... Woher willst du das vorher wissen, dass man da nur rumlaufen kann? Es ist einfach Lava. Okay, klar, ungesprightete Lava, farblich gesehen nur. Anders. Aber im Endeffekt immer noch Lava. Und auf einmal gibt es seit neuestem, das der erste Mario, glaube ich sogar, den ich kenne mit dem Gesetz, hier kannst du rein, ist kein Problem. Auf einmal, das ist schon irgendwie komisch. So, wir können ja viel rumspringen und sowas. Ach du Scheiße, dann springt er einfach mal genau nicht. Der Mario. Das lief natürlich sehr unglücklich. Ach Scheiße, hat er mich erwischt. Ach gut. Ich dachte schon, toll, ich war in Lava, aber wir hatten ja gerade noch das Thema. Und man kann nicht... Okay, nein. Ich dachte, da kommt irgendwas Cooles raus. Sollte ich da hoch? Das ist ein P-Switch, also... Ja, das sieht danach aus, als müsste ich den haben. So, ich drücke den auch mal direkt, weil ich brauche den ja auch schon hier, da hochzukommen. Wow. Okay. Boom, Ziel. Ich glaube, ich hätte es auch ohne geschafft, oder? Na, egal. Jetzt in das Schloss. Ah, sehr gut. Okay. Es ist immer auch so ein Lava-Zeug, wo ich reingehen darf. Nur das Problem ist, da komme ich nicht mehr raus. Wenn ich einmal drin bin, dann ist vorbei. Dann muss ich mich selber freiwillig meinem Tod ergeben. Das ist ja noch viel schlimmer, als normal zu sterben. Ach, shit. Okay, es hätte so schön werden können, aber nein. Oh. Okay, ich wurde verarscht. Vom Feinsten. Wow, okay. Nein, wir müssen warten, anders geht das nicht. Ah nein, nicht schon wieder. Okay. Wie nett. Von dort, dass jetzt eine Stunde wieder rausgekommen. So, das Problem ist, ich darf das jetzt sogar nochmal machen, weil ich hier nämlich diese Brücke bauen muss. Vorher. Aber anscheinend schaffe ich es diesmal auch irgendwie ein bisschen schneller, wenigstens. Das ist okay. Warte, das brauche ich, ja. Okay, gehen wir mal hoch. Okay, das war's schon. Warte mal, ich habe ja noch so ein Ding hier. Kann ich hier mich reinstampfen? Ja. Aber wofür? Und der Koopa da oben auch. So, dann gehen wir mal hier lang. Wo bin ich? Ach, ich bin da drüber. Okay. Ah, okay. Eine geheime Tür erscheint. Habt ihr... Guck mal genau auf die Mitte jetzt. Toll. Wieder mal so ein toller, super Fehler. Ach du Scheiße, da wurde ich noch echt erwischt. Gut. Also wir gehen davon aus, es ist keine komische braune Lava-Soße, sondern Kaffee. Nicht mal ein heißer Kaffee, weil heißer Kaffee würde voll wehtun. Ich stelle es mir einfach mal lauwarm vor, auch wenn er blubbert und so.
Aber lauwarm. Das wird er sein. Ups. Oh, vielleicht sollte ich mal besser nicht zerstören. Gut, Magic Cooper sind auch schon unterwegs. Das Ding ist jetzt einfach halb unsichtbar, das ist auch okay. Wir werden reich mit Dingern beschenkt, aber einer schon wieder weg. Oh, fuck, hat er mich auch mit dem letzten Pixel erwischt. Okay, das dürfte jetzt, glaube ich, kein Problem sein. Oh, fuck, okay. Das war jetzt doch ein Problem. Oh oh. Ah, das kann mich echt töten. Ich dachte, ich wäre einfach nur runtergedrückt oder so. Nein, der Druck zerstört mich trotzdem noch. Der zerstört mich auch. Und, ja, im Prinzip zerstört mich eigentlich alles. Was? Okay. Also wenn ich drauf bleibe, bin ich tot. Wenn ich dabei in der Luft bin, so am Jumpen bin, dann darf ich weiterleben. Sehr komisch. Gut, du gehst jetzt mal bitte. Ich brauche jetzt ein bisschen Power-Up-Action. Und wir haben Resnors. Auch die wurden nicht vergessen. Die hat man später in New Super Mario Bros. 2 eingeführt. So, und damit darf ich hier rein. Für den roten Switch. Immerhin, einen Switch haben wir schon mal. Aber eigentlich war ich primär auf der Suche nach dem grünen jetzt. Gut, wir machen mal sogar die Challenge hier, die uns gestellt wird. Gehen in die Röhre rein. So. Und damit hätten wir den roten Switch. Einer mehr. Und jetzt gehen wir in die untere Welt. Pumpkin Woods. Ich hoffe wirklich, hier finde ich das, was ich brauche. Gucken wir mal. Das ist jetzt so eine Geisterwelt, glaube ich mal. Und die Atmosphäre, die ist auf jeden Fall gut. Oh, fuck. Ach, springen wollte ich eigentlich nicht. Ah, das sind Grabsteine. Oh, wie interessant. Aber was für Grabsteine? Ich meine, wie lang die sind. Die aus dem Boden rausragen, dann müssen ja ein paar Meter lang sein. Komm, runter mit dir. Warte, ich will eigentlich auf diese andere Dings drauf. Kann ich das? Yeah. Oha. Gehen wir weiter. Nach hier. Diese ominöse Tür. Bonus. Oh, Bonus finde ich gut. Okay, ich muss drücken. Ah, ist hier so eine ganze Aktion, die man nur für Geld macht oder so, ne? Bin ich eigentlich kein Fan von. Na, was soll's. Ah, da wurde ich verarscht. So, gleich dürften wir auch durch sein. Oder etwa nicht. Ich meine, die Pfeile sagen, kein Problem, weit ist es nicht mehr. War das jetzt das Richtige? Ach, das ist, damit ein Block kommt, damit ich das Ding höher erwischen kann. Das ist ja voll cool. Gut, ich würde sagen, wir haben genug gemacht für heute. Oh, guck mal, dieses Ding da hat Hörner. Seht ihr das? Voll krass. Ja, eine Pumping Woods haben wir jetzt noch vor uns. Und danach noch ein paar Levels. Also, hoffentlich kriegen wir dann unseren grünen Switch. Sonst habe ich ein Problem. Also, bis dahin.